Was geht ab, Leute? Ich weiß, Sumeru und Patch 3.0 stehen vor der Tür in Genshin Impact, aber Tower of Fantasy hat soeben zwei neue Events gestartet und die solltet ihr auf keinen Fall verpassen, wenn ihr Tower of Fantasy mögt. Also bleibt dran. Leute, ich mag Tower of Fantasy. Dieses Spiel macht mir so viel Spaß. Ich kann es euch gar nicht beschreiben, eigentlich, wie viel Spaß es mir macht. Es ist so ein schöner, frischer Wind. Einfach mit euch zocken. Gestern Nacht schon wieder am Handy noch gespielt. Heute habe ich es geschafft, an den PC zu kommen. Und wir hoffen, dass der PC nicht abstürzt, weil, wenn ihr die Streams auch mitverfolgt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass der letzte Stream abgestürzt ist, weil mein PC abgenippelt ist. Das ist nicht gut. Also habe ich versucht, es zu reparieren. Sie streckt sich genau wie ich. Oh, ich sollte langsam duschen. Aber bevor ich dusche und bevor ich zum Sport gehe und danach heute Abend noch mit euch streame, weil genau das werden wir tun, und was wir on Stream machen, werde ich euch auch noch gleich erzählen, schauen wir uns erst einmal an, was für Events überhaupt gerade gestartet sind. Und ich hatte euch schon mal in der Vergangenheit gesagt, Tower Fantasy, wenn sie Events starten, dann sind die Events ein bisschen wild. Aber schauen wir uns das zunächst einmal an. Klicket auf dieses wundervolle Symbol hier oben, wo ein Geschenk zu erkennen ist. Und ihr werdet sehen, dass ihr viele Button habt. Sehr, sehr viele. Ganz hier unten seht ihr einmal, bei Seite an Seite, sommerliche Meeresbrise. Wenn ihr darauf geht, dann seht ihr, tada, ein Gacha-Slot. Kapseln pullen, man kennt es. Und was kriegt man denn hierbei raus? Zunächst einmal gibt es 5 Ziehungen, die sind komplett kostenlos. Die bekommt jeder, sollte auch jeder machen. Und wir werden heute Abend on-stream ein paar weitere Pulls machen in nämlich genau diesen, das ist kein Banner, in diese Maschine. Aber was kann man denn hier rauskriegen. Also, das Wichtigste vermutlich dürfte genau das hier sein. Das ist nämlich ein Skin, den ihr bekommen könnt für eure selbst kreierten Charaktere. Also jetzt nicht für die Simulacra, sondern für die selbst kreierten Charaktere. Und das Ganze sieht so aus. Ich weiß, Leute, es sieht wunderschön aus. Vor allem, wenn man alles minzgrün gemacht hat und dann nochmal hier und da so ein bisschen Farbe reingeworfen. Also, es sieht wunderschön aus. Man hätte es doch sehr gerne. Aber was muss man dafür tun, um das zu bekommen? Nun, wie gesagt, das Event läuft ja und ihr habt 5 kostenlose Pulls hier drin bekommen. Jetzt habt ihr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, eins von den ganzen Sachen, die ihr jetzt auf dieser linken Seite seht, zu bekommen. Aber genau darunter steht nochmal verbleibend eine weitere Zahl. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier reingepult habt, wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach mal. Ne? Wir zeigen jetzt mal hier, zack, direkt erstmal den ersten Pull rein da und es ist ein lilaner Pull gewesen. Sehr, sehr wichtige Booster-Module, die wir zum Verbessern brauchen. Die haben wir bekommen und jetzt steht jetzt hier nicht mehr verbleibend 10, sondern 9. Also das Prinzip ist ganz einfach. All das, was ihr jetzt hier seht, könnt ihr auch in dem allerersten Pull bekommen. Ne? Und was ihr bekommt, könnt ihr danach nicht nochmal bekommen, wenn die Anzahl hier unten auf 0 gegangen ist. Also klar, Skin und sonst was braucht ihr alles jeweils nur einmal. Aber rote Puls könnt ihr zum Beispiel auch dreimal rauskriegen, goldene Puls auch nochmal 3 und so weiter und so fort. Jetzt aber natürlich nochmal die Sache. Okay, wie teuer ist das Ganze, wenn man den Skin haben will? 100 Euro. Ja, wenn ihr nämlich noch einmal rollen wollt, müsst ihr dunkle Kristalle aufwenden. Und umgerechnet dürfte das Ganze dann etwa pipapo 100 Euro kosten, je nachdem, ob ihr doppelte Aufladebono und sonst was habt. Ne? Aber so im Schnitt, wenn man davon ausgeht, Worst-Case-Szenario, dass ihr all das bekommt, aber noch nicht den Skin. Jetzt natürlich die Sache, oha, wie teuer kann ein Skin sein? Aber, ihr wisst, ich bin der Letzte, der wirklich Gacha und sonst was verteidigt. Aber, es gibt ein Aber. Ihr bekommt hier nämlich auch Puls. Für den Aktionsbanner, für den Standardbanner und das gleiche auch nochmal für die Matrizen. Außerdem gibt es auch noch ein Relikt für Arm des Kolosses. Auch sehr, sehr gut, ne? Upgrade Materials hätte man auch immer sehr, sehr gerne. Ich muss zugeben, klar, die blauen Gewinne jetzt hier sind vielleicht nicht es wert, über dunkle Kristalle sich zu holen. Aber ich weiß ganz genau, dass Whales das so oder so machen werden. Nicht einfach nur, weil sie Whales sind, weil sie wollen sehr schnell vorankommen und dahingehend ist das auch eine gute Möglichkeit, überhaupt an die Sachen ranzukommen. Also abgesehen vom Skin, kriegt man auch hier etwas günstiger rein. Von daher verteufle ich das nicht ganz. Wenn jetzt hier wirklich nur Unfug drin wäre, dann hätte ich gesagt, wow, Scam, weil dann macht man es ja wirklich nur für die Skins. Aber ein Glück gab es hier und da noch so ein paar weitere Sachen, die das Ganze noch für mich gerettet haben. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich heute verzweifle, dann schaltet doch gerne ein. Aber das war es noch nicht. Das war es noch nicht. Es gibt ein weiteres Event, wo ihr nicht Geld in die Hand nehmen müsst und sehr, sehr, sehr gute Sachen dafür bekommt. Ebenfalls auf dem Geschenksymbol, wenn ihr jetzt hier runter geht, auf Erlebnis-Events, seht ihr zum einen Prüfung. Lady Lucia, Apophis, Prostbot und Robak. Wenn ihr länger in dem Spiel mit drin seid, dann wisst ihr auch, dass das die ganzen World-Bosse sind. Ihr dürft bis zu 2-mal World-Bosse klatschen über dieses Event und erhaltet eine gewisse Währung. Das Ganze könnt ihr dann hier in diesem Shop eintauschen und hier steht es eigentlich auch nochmal, erhalte durch die Teilnahme beliebter Energiekörper, also dieses aktuelle Event, bis zu 1000 pro Tag. Was meinen die mit 1000? Die meinen genau das hier. Bis zu 1000 wiederbelebter Energiekörper. Und was ihr jetzt hier sehen könnt, ist, 1000 von den Dingern könnt ihr natürlich für sehr viele Dinge hier eintauschen, unter anderem für 2 rote Puls, die sind sehr, sehr rar. Einfach nur an einem Tag 2 World Bosse klatschen und schon kriegt ihr 2 rote Puls, haben oder nicht haben. Ne? Vorratschips auch ganz gut, kriegt man auch sonst
sonst eigentlich nur durch wöchentliche Aktivitäten. Ansonsten Upgrade-Materialien hier und da. Und sogar Geschenkboxen, um halt die Liebe zu euren Simulacra zu verstärken. Was ich auch nochmal hier ganz gut finde, auch Arm des Kolosses wird auch hier kostenlos euer sein. Ihr müsst dafür dann quasi 2 Tage farmen. Natürlich selbstredend schnappt euch eher die höherwertigen Sachen als erstes. Ganz, ganz wichtig, Leute. Wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn ihr mehrere Waffen spielen wollt, schnappt euch diese Waffenverstärkungskisten. Die sind super, super wichtig. Ich habe jetzt auch Mary bekommen. Ey, Leute, ich habe so viel Glück auf einmal offstream gehabt. An meinem Handy habe ich gepult und ich habe so viele... Zeige ich alles on stream. Aber ja, diese beiden Events gibt es. Also nochmal, Erlebnis-Event jetzt hier, das auf keinen Fall verpassen. Weil denkt daran, pro Tag ist es begrenzt halt auf 1000. Ihr wollt keinen Tag verpassen. Ansonsten sommerliche Meeresbrise. Macht auf jeden Fall die kostenlosen Ziehungen und überlegt euch ganz gut, ob ihr dunkle Kristalle dafür verwenden wollt. Weil, wie gesagt, man kann alles und irgendwas hier irgendwo kriegen. Mich juckt es in den Fingern. Wisst ihr was? Warum immer nur on stream? Wir machen jetzt 4 Puls einfach nochmal hier weiter in diesem Video. Let's go. Oh mein Gott, es ist Gold. Okay, das ist Vorführeffekt. Let's go, let's go. Es ist lila. Es ist lila und es ist... Nice, Ceritis. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ganz ehrlich, ich will die beiden Sachen auf jeden Fall leer haben hier. Ganz, ganz wichtig für mich. Es ist blau. Seht ihr, man kann auch mal ein bisschen verschisseln. Was nicht schlecht ist. Matrizen-Level immer gut. Letzter Pool kommt schon. Easy Gold. Ohne irgendwie epische Musik. Kein gar nichts. Easy Gold. Es ist blau. Aber am Ende des Tages, trotz dessen, es war alles kostenlos. Ja. Es war kostenlos, klar, ist Gacha mit involviert. Das ist natürlich nicht so prickelnd, aber ich finde, das ist nicht das Hauptevent, sondern tatsächlich doch eher das hier, was nun wirklich jeder machen kann. So viel zu den Events in Tower Fantasy, Leute. Ich hoffe, euch antreffen zu dürfen on stream. Übrigens, wir sind auf dem Server Anomora und Anomora kommt ihr jetzt zu jeder Zeit rein ohne Warteschlangen. So war es zumindest bei mir. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und natürlich auch bis morgen. Oder wenn wir sehr früh einen Sumeru-Stream starten. Bleibt gesund bis dahin.